Wo treibt sie sich denn schon wieder rum, die Heidi? Von mir. Wir sind nämlich in Frankfurt und das Wetter passt. Es ist ein total schöner Herbsttag. Die Sonne scheint ohne Ende. Und wir sind, wie gesagt, in Frankfurt. Da hinten ist die EZB. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und hier hinter mir ist der weltbeste Skaterplatz aller Zeiten, sagen zumindest meine Kinder. Wir sind echt total oft hier. Da ist noch die Bella, die mich gerade total zieht. Sie geht scheinbar mit mir Gassi, nicht ich mit ihr. Also meine Kinder lieben es hier. Wir sind total oft auf diesem Skaterplatz und die trainieren und üben und machen und tun. Ich habe schon gesagt, wir müssen uns hier mal eine Wohnung anmieten. Nee, Scherz. Also auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich zeige euch, wie es hier ist und blende euch ein paar Eindrücke ein, damit ihr zusammen mit mir den Sonntag quasi verbringt. Es ist die Hölle los. Und ja, wenn es euch interessiert, dann würde ich sagen, bleibt dran und ganz viel Spaß beim Video. Zwei Mädchen und die haben meinen Rücken quasi gesehen, also ich war vor denen gestanden und die haben dann gesagt, oh schau mal, die Frau hat so lange Haare bis zum Popo. Und ich habe mich dann rumgedreht und fand das irgendwie total goldig. Meine Jungs interessiert es irgendwie nicht, wie lang meine Haare sind. Ne, Lissandro? Und Lassie ist es egal, wie lang die Haare von der Mama sind, oder? Ja, sagt er auch noch. Irgendwie ist es jetzt doch ein bisschen frisch geworden. Wir sind aber schon eine ganze Weile hier. Und ich habe ein neues Spielzeug für die Bella geholt, weil das wir dabei hatten, finde ich jetzt irgendwie langweilig. Naja. Und ich habe einen riesigen Hunger. Ich freue mich jetzt schon, weil wir hoffentlich zu meinem Lieblings-Thailänder gehen. Also ich hoffe es sehr. Und die sind aber wirklich sehr, sehr, sehr schlecht hier wegzubekommen. Also die spielen noch schön fleißig und fahren rum. Und mal gucken, ob ich sie jetzt einsammeln kann und sie davon überzeugen kann, dass wir doch alle riesen Hunger haben. Ich bin mal gespannt. Drück mir die Daumen. Wir waren jetzt doch noch eine ganze Weile da. Die Bella hat schön gespielt und ich habe Hunger. Mein Akku blinkt allerdings die ganze Zeit. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen reicht. Und mal gucken, was ich noch draus mache aus dem Video. Die Mäuse wollten noch ins Kino. Mal sehen, lieb waren sie ja. Und so oft gehen wir ja nicht ins Kino. Und deshalb mal schauen, ob das noch klappt.
Und ja, bis gleich. Wir haben es tatsächlich noch zu unserem Lieblings-Thailänder geschafft. Und mir ist total kalt. Ich habe die Jacke von meinem Mann, weil der Alessandro hat meine Jacke an. Bei unserem Lieblings-Thailänder, ich zeig's euch. Ah, da ist er. Da ist er. Seht ihr es? Lecker, lecker. Ich habe jetzt Hunger ohne Ende, ey. Oh, es war anstrengend auf dem Skaterplatz. Ich habe nichts gemacht. So, meine Lieben, wir haben jetzt total lecker gegessen, laufen hier noch ein bisschen rum in der Innenstadt. Wie gesagt, es ist total viel los. Ja, leider war jetzt dann doch der Akku der Kamera leer. Jetzt konnte ich mich gar nicht so richtig von euch verabschieden, aber ich hoffe natürlich, dass euch mein kleines Follow Me Round nach Frankfurt gefallen hat. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!